Enttäuscht segelte der 1. FCS auf einer Welle des Erfolgs. Die Ursache? Das schnelle Spiel aus einer kompakten Abwehr heraus in den Sturm. Mit Patrick Schmidt und Kevin Behrens. Anfang der Woche in Worms. Zu zweit. Dreimal erfolgreich beim 4:1 Auswärtssieg. Beide trafen bislang jeweils 8 Mal. Beide führen damit gemeinsam die Torschützenliste der Regionalliga an. Die beiden sind der Sturm der Liga. Ein Wirbelsturm, rein sportlich das Beste, was diese Klasse offensiv zu bieten hat. Beide wollen mehr, schon heute gegen Waldorf. Frank Rundhefer. Ja, und die Statistik über die beiden gibt ja noch viel mehr her. In 5 von 9 Spielen haben beide getroffen. Behrens schon mit 3 Doppelpacks, Schmidt mit 2, ein blau-schwarzer Wirbelsturm. Es rappelt im Gebälk, wenn dieses Duo ins Rollen kommt. Ja, der Tabellenführer gibt sich die Ehre. Und FC-Trainer Lottner spricht von der Wundertüte Waldorf. Warum ja? Weil Astoria in Mainz gewinnt. Frankfurt 6:0 abserviert, dann aber zuletzt 4 Spiele, nur ein Remis und 3 Niederlagen. Die Gäste in Orange von rechts nach links. Überraschenderweise mit richtig gutem Start. Hellmann. Immer noch Hellmann. Da macht die FC-Abwehr, aber auch einfach. Richtig guter Auftakt für die Mannschaft von Matthias Born. Und was haben die gemacht? Haben die Schuhe auf die Heizung gestellt? Saarbrücken kontert im eigenen Strafraum mit Schmidt. 4. Minute, gute Antwort auf die erste Möglichkeit der Waldorfer. Ball touchiert noch die Latte, sehen wir gleich. 8 Tore, Mann. Patrick Schmidt bedient von seinem Kapitän, von Manuel Zeitz. Also da hätten schon 2 Tore auf beiden Seiten fallen können, 13. Minute. Aber immer wieder kommt Waldorf vor das Tor des FC. Und die Abwehr stellt sich da wirklich nicht clever an. Hellmann, Hellmann, 0:1. 13. Minute, der FC liegt zurück, Christopher Hellmann. Und schauen Sie, die Abwehrreihe, das ist maximal Geleitschutz. Immer wieder haben die Spieler des FC die Möglichkeit, den Zugriff zu bekommen. Ist es Müller, ist es Zeitz, ganz gleich wer, Kyle Gomez. Aber keiner hat diese Giftigkeit, die Situation konsequent zu klären. Und dann denkt sich der Hellmann, dann mache ich ihn halt rein. Waldorf führt. Die Wundertüte explodiert hier. Zum ersten Mal nach 14 Minuten. Und das hier wird Anschauungsunterricht sein bei der Videoanalyse in der kommenden Woche. Der Klottner wird es einfach haben. Der wird sagen, so bitte nicht nochmal. Osterbrück. Holz. Schmidt. Schmidt in den 3. Stock hochgeschickt und er weiß natürlich selbst, gute Möglichkeit, relativ schlampig liegen lassen, Ball springt noch auf, noch fehlt die Genauigkeit. Dennoch hat die Mannschaft von Patrick Schmidt deutliche Feldüberlegenheit, macht bis hierhin kein schlechtes Spiel, sieht auch der Glottner so, aber sie liegt eben 0:1 hinten. Und hat noch nicht diese Konsequenz, diesen Zug nach vorne. Versucht es aber jetzt mit Obernosterer, wird da gestoppt. Und Waldorf bekommt dann natürlich Räume. Wenn Saarbrücken hoch steht, Groß bietet sich da an. Nächste Möglichkeit, nächstes Tor. Marcel Kahl, wieder sieht die FC-Abwehr richtig mies aus. Da lässt sich Krause viel zu leicht düpieren von Marcel Kahl. Und dann sind es 2 geniale Momente, die hier dafür sorgen, dass die Gäste vorne liegen. Und dann verletzt sich auch noch Manuel Zeitz in der Entstehung dieses Treffers im Zweikampf mit Groß. Wird lange behandelt. Auch nochmal die Möglichkeit für Kevin Behrens und Patrick Schmidt.
sich das bisher Geschehene durch den Kopf gehen zu lassen. Und natürlich ist da Unzufriedenheit. Trotzdem die Anfeuerung. Aber Manuel Zeitz, der muss raus mit Knöchelverletzung. Für ihn kommt Steven Zellner, die Kapitänsbinde übernimmt Holz. Also der Klottner wird das wirklich nicht gefallen. Vor allem das Abwehrverhalten. Die Mannschaft liegt mit 0-2 hinten zur Pause. Und schauen Sie, Kevin Behrens, der flucht da vor sich hin. Und jetzt werden Sie sich in der Kabine etwas überlegen müssen. Auch weil der Kapitän, der große Vorkämpfer dieses Teams, Manuel Zeitz, jetzt nicht mehr dabei ist. So, also nochmal alle Kraft bündeln. Patrick Schmidt sorgt für Motivation bei seinen Jungs. Behrens setzt sich prima durch. 51. Minute. Und da ist das Traumduo der Liga zur Stelle. Behrens bedient Schmidt 1:2. 51. Minute. 9. Saisontreffer für Patrick Schmidt. Und jetzt klopfen die hier nicht an die Tür der Waldorfer. Nee, jetzt treten sie sie einfach ein. Das soll der Angriff, der Anpfiff zu einem großen Sturmlauf werden in der zweiten Hälfte. Sehr stark vorbereitet. Schmidt dann zu frei, hat keine Probleme. 1:2, Saarbrücken wieder da. Und nochmal Schmidt, wie knapp kann es werden? Da sieht man es, wie nur ein paar Zentimeter fehlen ihm hier zum Ausgleich. Wird auch noch gestört von Benjamin Hofmann. Und da ist er gleich wieder, Schmidt. Und dann kommt Hiegel und ein ganzes Stadion fordert Elfmeter, aber Schmidt läuft weiter. Und diese Situation lösen wir noch mal ganz deutlich auf. Tobias Vogel da im Gespräch und man sieht, es ist sowieso vor dem 16-Meter-Raum. Ein Foul ist es für mich, weil Schmidt in vollem Lauf da ankommt. Aber Gelb hätte gereicht, weil er nicht letzter Mann ist. So aber bleibt alles beim Alten. Nochmal Saarbrücken mit Holz. Die Vielzahl der Chancen täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass sich der FC auch über weite Strecken dieser Partie schwer tut gegen gut stehende Waldorfer, die ein richtig ordentliches Spiel heute hier in Völklingen anbieten. Trotzdem hat Saarbrücken den Rucksack mit allen Selbstzweifeln aus der ersten Halbzeit abgelegt. Versucht es immer und immer wieder. Zellner und Schmidt. Und da ist der Ausgleich. 83. Minute. Das ist der Lohn für große Mühen. 10. Saisontreffer für Patrick Schmidt. Hofmann wird da übersprungen. Auch der Keeper sieht nicht gut aus, muss eigentlich das kurze Eck dazu machen. Ball ist nämlich lang unterwegs. 2:2 und jetzt die große Frage, geht da noch was in den letzten 7 Minuten? Oschkenat, mittlerweile eingewechselt. Und Schmidt, Schmidt, da ist die Möglichkeit, aber die lässt er liegen. Diese Möglichkeit lässt er liegen und so bleibt es hier beim 2:2 zwischen Saarbrücken und Waldorf. Und der Wirbelsturm der Liga, er ist enttäuscht, trotz einer Vorbereitung Behrens und 2 Treffern von Patrick Schmidt. Ich bin nicht so zufrieden mit meinem Spiel. Ich hatte heute irgendwie nicht die Leichtigkeit, die Frische hat ein bisschen gefehlt. Ja, habe mich trotzdem versucht reinzuhängen, die Bälle zu verlängern in der zweiten Halbzeit. Und ja, die Vorlage war eine gute Einzelaktion, aber am Ende wäre mir der Dreier lieber gewesen. Was so wie das Spiel jetzt gelaufen ist, nach einem 2:0 noch einen Punkt geholt. Ja, ich denke, ein Punkt erkämpft, weil es spielerisch nicht möglich war. Von daher können wir damit auf jeden Fall leben. Wer weiß, für was der Punkt am Ende noch gut ist. Es gibt halt so Spiele, wo du halt in der ersten Halbzeit deine Probleme hast, auf einigen Positionen, wo du deine Tagesform nicht erreichst. Und dann kommt halt so ein Halbzeitstand zustande. Und ja, haben dann in der zweiten Halbzeit aber eine gute Antwort gefunden. Und jetzt schauen Sie mal auf Kevin Behrens. Das ist schon echter Frust, aber ein Lächeln für den Balljungen hat er noch, auch wenn sein gequältes ist. Der Wirbelsturm des FCS, er tobte nur eine Halbzeit lang. Für die gesamte Mannschaft insgesamt ein kleiner Dämpfer. Ohne Frage, wer heute sonst noch jubeln darf oder Grund zur Trauer hat, verraten ein Stück weit die Ergebnisse des Tages.